Tag hingehen. Und ja, leider etwas kalt und regnerisch, aber trotzdem gut schön. Die Straße geht da entlang vom Canyon. Überall sind so kleine Tunnel. Gerade befinden wir uns auf 700 Meter und wir fahren jetzt auf 1,7 circa hoch. Und das ist die Straße, voll cool. Wir laufen jetzt hier gerade durch den Domitor Nationalpark. Bei bestem Wetter. Super getarnt. Vielleicht sehen wir das ein oder andere Tierchen. Ist das nicht ein Traum? Einfach nur durch den Wald zu laufen mit den ganzen Tannen hier. Und einen kleinen Zwerg dabei. Heute ausnahmsweise mal kochen wir drinnen, weil es draußen ziemlich kalt und nass und regnerisch ist. Weil eigentlich wollen wir das verhindern, dass das Kondenswasser hier im Zelt dann ist. Wir haben auch extra schon natürlich die Fenster aufgemacht, dass wir keine Kohlenstoffmonoxidvergiftung kriegen. So, guten Morgen. Wir hatten heute eine ziemlich kalte Nacht. Also es hat minus 2 gehabt und wir hatten 60 km/h Wind und es war schon ziemlich laut im Dachzelt oben drin. Aber der Himmel ist blau heute Morgen. Der Himmel ist blau. Der Himmel ist blau und vielleicht gehen wir auch noch wandern, wenn es nicht zu arg windet und zu arschkalt ist. Wir haben auch ziemlich nasse Sachen noch von gestern von der Wanderung. Jetzt erstmal trocknen mit der Heizung, die leider nur mit dem Motor funktioniert. Wir haben leider gestern hier ein bisschen Wassereinbruch erlitten. Hinten an den Cuppings auf beiden Seiten. Und die Matratze hat auch ein bisschen was abgekriegt. Also wenn es wieder ein bisschen wärmer ist, müssen wir da mal mit Dicker eine Runde durchgehen. Also wir haben hier, dass der Zeltstoff nicht so krass flattert, haben wir einfach die Tarpstangen hier reingespannt. Und so war es eigentlich ganz okay. Und haben uns dazu noch 45 Grad in den Wind gestellt. So wie es uns der Klaus empfohlen hat. Vielen Dank dafür, wenn du das siehst, Klaus. Also wir sind jetzt gerade unterwegs Richtung Zabeljak. Über diese schöne Panoramastraße. Der heißt Panorama Weg 2. Und es ist wirklich wunderschön hier. Wäre es nicht ganz so kalt und regnerisch, könnten wir hier ruhig ein paar Tage bleiben. Aber leider. Leider schneit's und regnet und Sonne, alles auf blauer einmal. Himmel, alles auf einmal, ja. Also wir sind ja auf dem Schneeschuhwanderweg. Schnee passt, Schneeschuhe nicht. Wir sind eigentlich beide ziemlich nass und es Schnee regnet eher, als dass hier irgendwie Schnee liegt. Und ja, was soll ich sagen, unser Weg ist ein Bachbett. Nass, aber glücklich. Erreicht zu haben. Also bei schönem Wetter. Auch über Umwege. Ja, wir sind ein bisschen Umweg gelaufen.
Aber auch bei Regen ist ja schon ziemlich cool, vor allem mit diesen riesigen Tannen da stehen am Rand. Das sieht schon echt ziemlich geil aus. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Mhm. Ist die Luft so gut? Sieht man an den ganzen Moosis hier. Überall sind so Moosis an den Bäumen. Und man spürt es auch richtig, wie gut das tut, diese frische Waldluft. Richtig schön, trotz Regen und durchgenässt. Hier ist wohl eine illegale Schuttablagerung. Also wir sind jetzt im Auto. Wir haben den richtigen Weg noch gefunden. Und ja, wir sind ziemlich nass bis auf die Socken. Sogar die Unterhose von Thomas ist nass. Meine nicht, aber ja. Und jetzt fahren wir ein bisschen, dass es wieder warm wird. Wir trocknen gerade unsere Sachen hier an der Lüftung vom Defender, an der Heizung. Die Heizung geht halt nur an oder aus. Sogar die Daunenjacken waren nass unten drunter, unter der Regenjacke. Auch wenn es hier richtig schön war, fahren wir jetzt wieder Richtung Küste, weil es einfach etwas kalt ist schon. Auf der Flucht vor dem Regen haben wir hier einen wunderschönen Platz an einem See gefunden, wo wir jetzt auch ein bisschen basteln. Sophie macht ein bisschen sauber und montiert neue Sachen und ich mache das Auto sauber und montiere da neue Sachen. Und dabei haben wir uns gleichzeitig zwei Hunde angelacht. Ach Gott, ihr seid echt süß. Hm? Die sind ganz erschöpft, weil sie ständig um irgendwas zum Essen betteln. Sophie hat sie auch schon gebürstet. Und was machst du so? Ich mach diese Dinger hier neu. Diese Gummibesteckhalter. Weil die immer ausgerissen sind. Jetzt habe ich hier Unterlegscheiben gebastelt. Aus Plastik. Ja. Upcycling, wenn ich das. Ja. Und jetzt hoffen wir mal, dass es nicht mehr ausreißt, wenn man das Besteck rein und raus nimmt. Und wir können endlich mal unser Hubdach trocknen. Es ist ziemlich nass gewesen, die Tage. Und wir mussten es auch mal nass einpacken. Und das Wetter ist eigentlich relativ stabil. Heute gibt es Pancakes. Weil wir immer noch viel Mehl von dem Müller aus Kroatien haben. Also was wirklich extrem auffällt, war auch schon in Bosnien so, dass die Polizei sehr präsent ist. Also in der Stadt zum Beispiel, am Marktplatz, dann laufen Polizisten rum, vereinzelt. Und hier in Montenegro wird auch ziemlich gerne gelasert. Also gefühlt an jeder zweiten Kurve steht dann ein Pärchen Polizisten, der eine auf der einen, der andere auf der anderen Seite und lasert. Dann sind wir wieder ein paar Autos rausgezogen. Achso, wir sind in Podgorica. Sieht man im Verkehr, das ist die Hauptstadt von Montenegro. Das ist der Grund, warum wir uns ein Airbnb geholt haben. Es schüttet einfach schon den ganzen Tag, so wie gerade. Also es sind 70 Liter pro Quadratmeter angegeben. Also es ist jetzt 10 Uhr und es regnet einfach noch viel, viel stärker als heute Mittag. Wir waren jetzt zwei Tage in Podgorica in einer Unterkunft und haben unsere Wäsche gewaschen und uns mal getrocknet und auch gewaschen, geduscht, warm geduscht mal wieder. Seit 6 Wochen konnten wir das erste Mal wieder warm duschen. Und jetzt fahren wir von Podgorica zu den Niagarafällen. Gerade hat es schon wieder zu regnen angefangen. Ich stehe jetzt hier in so einer Höhle drin, in so einer Auswaschung. Und es regnet einfach immer noch, also es hat jetzt wieder angefangen und es regnet einfach die ganze Zeit so krass viel. Wir haben jetzt im Baumarkt Imprägnierspray gekauft und müssen unser Zelt mal ein bisschen revidieren, wenn es trocknet. Weil das hat schon ein bisschen, wenn es stärker regnet, kommt da schon ein bisschen was rein. Das ist so krass, wenn man da dran steht und diese Wassermassen spürt, das donnert so richtig runter. Hier einen kleinen Abstecher gemacht und hat die Höhle nicht rechtzeitig erwischt. Scheiße, du bist ein bisschen nass geworden, ne? Ach du Kacke.
Wer ist dein süßer Begleiter hier? Wir hatten so viel Spaß, den Weg entlang zu rennen, dass wir dann in den Regen gekommen sind. So sieht es bei uns bei Regen aus. Wir wollen das Dach nicht aufklappen, weil wir nachher weiterfahren wollen. Und das ist jetzt unser Mittagessen. Wir essen mal Brot, weil Kochen jetzt draußen ist nicht ganz so geschickt. Also das ist heute unser Stellplatz kurz vor der albanischen Grenze. Da hinten ist schon wieder richtig schwarz und es windet ziemlich stark. Also wir sind hier ziemlich windgeschützt zum Glück. Aber es soll Sturmböen bis 120 km/h geben. Deswegen haben wir beschlossen, wir schlafen unten und holen uns einen kleinen Regenschutz. Obwohl er eigentlich echt gut dicht gehalten hat, vor allem bei dieser krassen Regenfahrt. Da war es noch ganz friedlich und jetzt geht es richtig los auf einmal. Durch den Platzregen. Ja, das sind halt die 70 Liter pro Quadratmeter, ne? Draußen schüttet es richtig, richtig viel. Und die Sophie schneidet gerade das Montenegro-Video. Das ist ein bisschen blöd bei uns, wenn man das Dach nicht aufklappen kann, dann ist hier schon ziemlich eng. Also hier oben, wenn ich im Kopf so hoch gehe, ich habe gerade versucht, mich rumzudrehen hier, dass ich nicht rückwärts aussteigen muss und ich habe es fast nicht geschafft. Die Katze kann sogar auf zwei Beinen stehen. Das Dach war einfach perfekt für uns. Wir konnten zwar dann nur unten schlafen, aber das war auch in Ordnung für eine Nacht jetzt.